Ich habe mich wohlgefühlt vom ersten Tag an und das, obwohl es noch keine 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war. 1963 bin ich zum ersten Mal ja in Frankreich gewesen, weil ich mit dem deutsch-französischen Jugendwerk in den Schüleraustausch nach Frankreich gehen konnte, nach Lons-le-Saunier. Das hat mich unglaublich beeinflusst für mein ganzes Leben. Ich habe wirklich die Liebe zur französischen Sprache entwickelt und habe beruflich, auch in meiner politischen Arbeit, sehr viel mit Frankreich zu tun gehabt. Du hast mich dadurch überrascht, dass ich wirklich die Möglichkeit hatte, mit ganz freundlichen Menschen in Frankreich in Beziehung zu kommen. Die Familien waren wunderbar, die jungen Leute völlig vorurteilsfrei. Ich habe mich wohlgefühlt vom ersten Tag an und das, obwohl es noch keine 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war. Offen zu sein, neugierig. Und deswegen ist das auch die große Chance, dass man in diesem Alter so viele neue Erfahrungen machen kann, die einen kompetenter machen und die Freundschaften entstehen lassen, die ein Leben lang bleiben werden. Ich finde, dass dieser Austausch zwischen jungen Leuten unbedingt fortgesetzt werden muss, weil es so entscheidend ist für die Entwicklung von jungen Leuten, wenn sie die Erfahrung machen, andere Menschen aus anderen Sprachräumen und anderen Kulturen kennenzulernen.